Ja, der feierliche Augenblick für die SKN Ladies. Erst werden die Schiedsrichterinnen geehrt, Barbara Boxhofer mit den Assistentinnen Zenka Hasnadar und Jasmina Skalic, dazu die vierte offizielle Marina Aufschneider, haben allesamt die Partie gut unter Kontrolle gehabt. War das zweite Kampffinale von Boxhofer 2015, hat sie es auch schon geleitet. Auch einen Sieg von St. Pölten gegen Neulenkbach, natürlich. So, die Kapitänin von Neulenkbach, Sonja Hickelsberger-Füller, hat viel Pech gehabt in diesem Spiel, einmal sogar das große Pech ins eigene Tor zu treffen. Und die Torschützin Merik Stöttner kann danach Katja Gürtler ran, ja, Karina Mahr, sie haben gekämpft, aber sie haben Gegnerinnen vorgefunden, die einfach am heutigen Tag, ich sag mal, von kaum einer österreichischen Mannschaft zu bezwingen war. Es ist Sturm dran an St. Pölten, die haben das vor 5 Tagen bewiesen. Auch Landhaus kann über weite Strecken gegen St. Pölten mithalten. Dann klafft es ein bisschen zu Neulenkbach. Wenn St. Pölten konsequent spielt, haben diese teilweise 17-, 18-jährigen Mädels noch keine Chance, aber ihre Zeit könnte kommen. Man hat schon gesehen, das eine oder andere Talent ist da dabei. Für viele ist es das erste Cup-Finale und möglicherweise nicht das letzte. Wie gesagt, das war schon ein großer Erfolg, so weit zu kommen, Trainer Mario Graf. Vor einem Jahr hat man eher geglaubt, dass man den Spielbetrieb einstellen muss. Dann hat man eine Mannschaft gefunden, hat einen soliden Herbst gespielt, hat sich im Winter verstärkt und ist in dieses Cup-Finale gekommen. Nach Siegen über Altenmark, kein Münchenalter Rapporter und Randlwald. Wir gratulieren den SKN St. Pölten Frauen und bitten um zu uns heraus. Bitte Nummer 30, Melissa Abiral. So, die Torfrau Melissa Abiral. Und da ist erste raus. Die Nummer 25-jährige. Gina Babitzki. Gina Babitzki, normalerweise ein Bollwerk in der Abwehr. Heute hat sie auf der anderen Seite von sich hören gemacht. Hat ein Tor geschossen, ihr erstes Saisontor. Holly ist die Amerikanerin. Die Nummer 7, Fanny Vago. Fanny Vago, die, ja, seitdem sie bei St. Pölten ist, 14, immer im Cup-Finale getroffen hat. Die Nummer 17, Jennifer Klein. Jenny Klein, die zweifache Torschützin, davor war Alexandra Birova. Nummer 19, rechte Verteidigerin Julia Tabota. Matthias Verdi, Slowenin. Die Nummer 26, Laura Wienreuther. Laura Wienreuther, auch sie erst 19 Jahre jung. Die Nummer 31, Steffi Enzinger. Die Nummer 32, Isabella Kresche. Die Ersatztorfrau Isabella Kresche. Die Nummer 8, Nadine Prohaska. Dann haben wir Nationalteamspielerin, haben wir noch, Isabella Kresche. Nadine Prohaska. Sie schon mit vielen Titeln. Vicky Pinter, sie verlässt die österreichische Bundesliga, geht nach Deutschland. Bernadette Zagor, die Ungarin, wurde eingewechselt. Davor Dominovic, Evelyn Kurz, die nicht dabei war heute. Laura Krumpöck. Sarah Bronski. Sarah Bronski, die gemeinsam
Sobotka. Mit Katja Gürtler in Spanien gespielt hat. Einige verletzte Spielerinnen wie Sobotka. Die junge Wasser können sich erinnern, schwere Verletzung gegen Manchester City. Auch der Betreuerinnenstab wird natürlich geehrt. Und am Ende kommt dann sie, die für mich beste Frau am Platz. Co-Trainerin Lisa Sagel. Natascha Celov, die mal ich vor einem Monat bei uns mal als Analytikerin im Einsatz war, ehemalige Nationalspielerin, jetzt Trainerin, Co-Trainerin bei St. Pölten. Diese Brankau. Sportliche Leiterin hier maßgeblich beteiligt an diesen starken Leistungen. Brasilianerin, die 8 Cup-Siege für eine Lenkbach gefeiert hat. Für sie ist es der 5. Zweimal war sie als Kapitänin dabei, jetzt zum 3. Mal. Viel Erfolg, danke. Zweimal wurde sie eingewechselt, zweimal als Kapitän in die Mannschaft zum Absieg geführt und jetzt ihr 5. Titel. Jasmineda gemeinsam mit Julia Tabotta. Und das ist der große Augenblick für die SKN St. Pölten Ladies. Sie gewinnen zum 6. Mal das österreichische Cupfinale, zum 6. Mal in Serie. Holen damit zum 4. Mal in Folge das Double. Gewinnen momentan alles, was es im österreichischen Frauenfußball zu gewinnen gibt. Und jetzt gibt es die verdiente Ehrenrunde für die Damen in Blau-Gelb, die heute eindrucksvoll in Horn bewiesen haben, dass sie in Österreich die Nummer 1 sind. Also mit diesen Bildern verabschiede ich mich von der Kommentatorenposition, gehe runter aufs Feld zur Christina. Genau, und eine Abschlussfrage habe ich jetzt noch an Theresa Kittinger. Um das jetzt zusammenzufassen, die St. Pöltenerinnen feiern jetzt zum 6. Mal den Cup-Titel. Die Jahre davor, nämlich 10-mal hintereinander, war Neulenkbach immer Cup-Sieger. Was hat schlussendlich diese Wende eingeleitet in den letzten Jahren? Also wir haben ja dann zum ersten Mal, wie wir noch Meister geworden sind, dann schon den Cup verloren. Uns ist damals einerseits der Hauptsponsor abgesprungen, St. Pölten, sind immer mehr Sponsoren dazugekommen. Klarerweise auch bei uns spielt ein bisschen das Geld eine Rolle. Was auf jeden Fall entscheidend, glaube ich auch, ist die Tatsache, dass du als Meister immer Förderungen kriegst. Dass meiner Meinung nach da ein bisschen zu wenig auf die zweit-, dritt-, vierte Platzierten geschaut wird
und damit halt die Schere immer weiter auseinander geht. Davon hat Lenkbach früher profitiert, 10, 12 Jahre lang, und davon profitiert derzeit St. Pölten auch. Ja. Theresa, vielen Dank für deine Einschätzung heute, dass du hier bei uns zur Seite gestanden bist. Das war es nämlich aus Horn. St. Pölten gewinnt hier das ÖFB Ladies Cup Finale 5:1 gegen Lenkbach. Ich verabschiede mich und wünsche Ihnen natürlich noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.